Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Elex. Spüre meinen Eisstrahl. Ups. Ich kümmere mich darum. Nee, ich. Ja, immer noch in der Führbar drin. Und immer mehr Gegner tauchen jetzt langsam auf, habe ich das Gefühl. Was ist los mit dir, Ray? Was ist los mit dir? Ciao. Mal wieder ein Flugblatt, ey. Was ist hier noch alles? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, hier waren wir schon mal, oder? Nein, ja, vielleicht. Wir gehen nochmal hoch. Aber groß kann eigentlich nicht mehr viel übrig sein. Wir haben ja eigentlich fast alles jetzt abgehakt. Wir haben ordentlich XP bekommen. Wir haben viel erfahren. Jetzt sind wir wieder hier. Okay, ich denke mal, wir sind hier in der Firma so gut wie durch. Und da ist noch... Was ist das? Waren hier nicht die Separatisten? Was ist das für ein Viech? Okay, Leute. Das können wir nicht leben lassen, das wisst ihr. Wenn wir Alps umhauen, dann hauen wir auch sowas um. Ray, bist du bereit für Selbstmord? Speichern ab. Ich weiß nicht, ob wir das Ding schaffen, aber... Das ist ein fetter Zyklop. Das Biest kaufe ich dir. Dann mach das! Okay, die beiden Mini-Viecher sind tot. Wir speichern ab. Er lebt noch. Ray ist von uns gegangen. Okay. Ich habe gar nicht aufgepasst. Dachte ich auch. Ah, das Ding ist so widerlich. Wir speichern mal kurz. Wir schaffen das Ding. Ups. Wir schaffen das Ding. Ups. Was hat der da als Arm? Sind das Experimente oder so? Bisschen Leben wäre nicht schlecht. Und ein bisschen Mana auch nicht. Ray, nimm mal bitte kurz die Agro. Danke. Ich glaube, das kommt auf uns, ja. Er ist überfordert. Mana-Trank? Großer Mana-Tank. Okay, Gott sei Dank ist das Ding nicht das hellste. Das könnte man doch irgendwie wechseln, oder?
Ja, kein Mana mehr, hä? Das Speichern. Ich dachte, du passt auf meinen Rücken auf. Dieses Geräusch. Wey, nimm die Akku. Wow! Wow, 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 wow. Ruhig, Kleiner, ruhig. Wow! Wey, 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 wey. Wey, hilf mir. Hilf mir, wey. Wey, hilf mir. Wir haben ihn fast. Nice, Ray. Das war's, ich war zu greedy grad. Ich höre mich kurz, Ray. Ja, 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 helf mir mal gegen das Viech. Das Feuer macht so viel Schaden irgendwie. Alter, ich hatte es doch fast. Wir speichern. Die paar Hits schaffen wir jetzt noch. Ein Hit. Ja, easy game, Leute. Es hat doch einwandfrei funktioniert. Hat sich das gelohnt, Fragezeichen? Hier ist nicht mal was. Wow. Schade. Egal, 400 XP. Wie viel fehlt uns noch zum Level Up? Noch ordentlich. Warte, haben wir? Ne, wir haben keine Punkte mehr. Okay, so weit, so gut. Speichern. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wirklich mal zu den Alps rüber. Eigentlich das, was ich vor letzter Folge schon anfangen wollte. Die Alp-Quest und dann machen wir die Berserker-Quest. Ein kleines Getränk wäre nochmal super. Zum Full Life sein. So. Ah, mittlerweile? Geht gut. Also so ein Koloss. Klar, wir sind One-Hit, wenn wir nicht aufpassen. Und unser Typ ist einfach mal super unbeweglich. Hi. Jetzt geht's rund. Oh. 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 Shell. Shell. Wir bauen ein paar Heiltränke. Wuhu. Alter, war das unnötig. Oh mein Gott, wir müssen jetzt mal ein paar Heiltränke in den Slots wiederlegen. Das kann ja nicht sein. Deswegen verrecken wir hier gerade die ganze Zeit. Hier, wir haben 17 Heiltränke. Was? Packen wir jetzt mal auf 6. Das hätten wir schon viel früher machen sollen. Also, töten können wir sie ja, weil der Damage ist halt lächerlich von den Plasma-Waffen. Solange wir keine gescheiten Damage-Waffen haben, so wie die... Können wir das voll vergessen? Wir speichern ab. Ciao. Oh.
Im Nahkampf seid ihr mir viel lieber. Da ist noch einer. Schnell einen Heiltrank nehmen. Ciao. Alles noch dran? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Immer mal wieder nachfragen. Vielleicht mag er das ja. So, wir haben pures Mana. So. Elixit nehme ich gerne mit. Ich bin aktuell pleite. So, und das pure Mana natürlich auch, wo hier überall umliegt. Macht es uns eigentlich in irgendeiner Weise stärker? Das ist immer noch so eine Frage. Das erklärt auch keiner. Die sagen immer, ja, wenn wir das Mana fressen, verwandeln wir uns in eine Kreatur. Was für eine Kreatur? Ich sehe hier gar nichts. Am besten diese komischen Mutanten-Dinger, das ist, weil sie zu viel Mana konsumiert haben. Das wär's ja. Gut, wir haben hier alles erledigt. Jetzt können wir endlich zurück in die Stadt gehen. Und die eine Quest haben wir jetzt schon ewig offen gehabt. Ja, das ist das. Hä, wo ist das eigentlich? Hey, die ist weg, die Quest. Warum? Ja, von mir aus. Hä, nee, aber... Ach, das war schon, weil ich es aus... Weil ich es besiegt habe, war es das jetzt. Okay, von mir aus. Dann machen wir jetzt Weg des Erzberserkers. Es geht gerade weiter. Hi! Habe ich deine Stimme, um Erzberserker zu werden? Grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, die Reihen unserer Kämpfer zu erhöhen, aber Erzberserker? Glaubst du nicht, dass schon genügend auf deinen Schultern lastet? Ein Erzberserker zu sein, bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Ja, ich weiß und ich werde euch nicht enttäuschen. Ich bin der Beste. Ich weiß und ich werde euch nicht enttäuschen. So wie ich das sehe, gibt es nur eine Möglichkeit, dass du meine Zustimmung bekommst, ein Erzberserker zu werden. Es ist eine heikle Angelegenheit, aber ich brauche jemanden, der rumkommt und die Welt kennt. Aufgrund unserer Gesetze treffen diese Anforderungen nur auf einen kleinen Teil zu. Du bist eine willkommene Ausnahme. Darum werde ich auch dir diese Aufgabe übertragen, nach Ignadon zu reisen. Okay, und warum? Warum soll ich für dich nach Ignadon reisen? Weil ich ein Interesse daran habe, dass unsere Gemeinschaft auch noch die nächsten Jahre überdauert. Sollte der Konflikt mit den Alps andauern, muss die Anzahl unserer Gegner verringert werden. Wir vermeiden zwar Kampfhandlungen mit den Klerikern, aber das heißt nicht, dass dies in Stein gemeißelt ist. Nimm darum diese Botschaft und überreiche sie einem Mann namens Reinhold. Nach allem, was ich weiß, ist er die richtige Person für diese Angelegenheit. Aber untersteh dich, das Siegel des Briefes zu brechen. Diese Aufgabe muss diskret erfolgen. Ich trau dir nicht, der Feind meines Feindes. Bring mir etwas bei. Ja. Ja. Oh Mann, ich hätte gerne Nahkampfwaffen, eine höhere Stufe. Das wäre schön. Angriffsstärke auch gern. Parade lässt sich mit jeder Stufe weniger straucheln, das ist klar. Der Wuchtschlag auch und Granaten. Also, oh, komm, ach, man kann hier Mutantenkiller. Gibt der einen Schadensfuß gegen Mutanten, gegen Roboter. Krass, das gibt's auch noch. Jetpack-Angriff. Gibt dir die Möglichkeit, einen speziellen Nahkampfgriff mit dem Jetpack aufzuführen. Geil! Da bin ich dabei. Da sind wir dabei. Entschuldigung. Was? Geil. Lass den Unfug. Und wie? Und wie geht der Jetpack-Angriff? Werden wir dann sehen, wenn wir im Kampf sind. Okay. Ich würde so gern den Brief lesen. Und jetzt zu speichern, ihn zu lesen und zu laden, wäre doch ein bisschen mies, oder? Weißt du was? Das ist mir egal. Wir machen es einfach.
Wir machen es einfach. Wo ist es denn? Welches Checkbrief, ja, das ist klar. Wo ist der Brief? Was ist das eigentlich? An alle Mitarbeiter, wir bitten euch besser auf die Zugangsberechtigung der Leute Sachen, die hier rumlaufen. Gestern hat sich diese Reporterin Lauris Stetton schon wieder hier eingeschlichen. Das muss aufhören. Wer dabei wischt, wie ihr Zugang zur Anlage zu gewähren, wird dafür zur Rechtschaffenheit gezogen. Gezeichnet Manager. Management. Oh, guck mal, noch Gunnars Tagebuch vom Erzberserker. Wow! Hier. Wir speichern nochmal ab. Wir lesen ihn und laden. Unversiegelter Brief der Kleriker erhalten. Ein Angebot in Kriegszeiten. Im Namen der Berserker und vor dem Hintergrund des großen Konzils von Maglan ersuche ich um eine Erneuerung der Verträge. Unsere beiden Gemeinschaften sind nicht nur in Friedenszeiten begegnet. Auch eine lange Historie in schmerzhaften Kampfhandlungen liegen hinter uns. Die ständige Bedrohung durch die Alps stellt eine Gefahr für die Menschheit dar. Um Kräfte nicht unnötig zu binden und dieser Gefahr Herr zu werden, brauchen wir Einigkeit und einen freien Rücken. Ich biete daher die Möglichkeit, einen erneuten Nicht-Angriffspakt im Sinne unserer Gemeinschaft zu schließen. Als Zeichen des guten Willens habe ich einen vertrauensvollen Boten mit dieser Aufgabe betraut, dieses Anliegen zu überbringen. Ich erwarte erweitert zeitnah eine Antwort und blicke hoffnungsvoll in die Zukunft. Guck, genau deswegen, du bist tot, genau deswegen mag ich die so sehr, weil das einfach genau die richtige Entscheidung ist. Nicht Angriffspakt und einfach kooperieren, wisst ihr, einfach kooperieren. Jetzt haben wir das zwar gelesen, aber komm, so schlimm ist es ja nicht, dass wir das gelesen haben. Außer einmal das Spiel so, ich weiß, dass du das gelesen hast, das bringt mir nicht, dass du gespeichert hast. Das wär's ja. Der kennt uns ja schon. Hi! Du hast dich um unsere Probleme mit dem Elex-Handel gekümmert, obwohl du genau weißt, dass wir dich nicht in unsere Reihen aufnehmen können. Für diesen Einsatz werde ich dich natürlich entsprechend belohnen. Die Kleriker sind dir zu Dank verpflichtet. Oh, danke! Danke! Warlord Cormac schickt mich. Warum sucht ein Berserker mit uns Kontakt? Haben Sie beschlossen, Ihrem Weg abzuschwören? Das nicht. Ich habe eine Nachricht, die ich dir überbringen soll. Eine Nachricht? So, so. Zeig her. Hier. Ich bin überrascht. Das Siegel ist unversehrt. Euch Berserkern ist mehr zuzutrauen als den Outlaws. Gib mir einen Moment. Ich will die Zeilen gründlich studieren. Gut, ich bin mir jetzt im Klaren darüber, was von uns erwartet wird. Nimm dieses Schreiben mit, da ich nicht davon ausgehe, dass ihr über die nötigen Funkanlagen verfügt. Ich habe es mir übrigens nicht nehmen lassen, ein paar lobende Zeilen über dich niederzuschreiben. Vielleicht macht es sich ja für dich bezahlt. Mehr kann ich im Moment nicht für dich tun. Sonst noch etwas? Danke dir. Als Botschafter steht mir doch sicher eine Vorzugsbemerkung. Ich bin fertig. Was genau stand in dem Schreiben? Es geht dich zwar nichts an, aber ich denke auch nicht, dass es schadet, wenn du im Bilde bist. Das Schreiben hat zum Inhalt, dass in Zukunft die Kräfte nicht mehr an verschiedenen Fronten vergeudet werden. Ob und wie wir auf diesen Vorschlag eingehen, wird die Zeit zeigen. Okay. Ich bin hier fertig. Dann lass dich nicht von den Alps erwischen. Oh, ich frage mich, was da noch gekommen wäre, hätten wir da noch mehr gefragt. Gut.
Das ist soweit auch erledigt. Dann gehen wir mal zurück. Wir lesen den anderen Brief natürlich auch. Ich würde gerne wissen, was die zu sagen haben. Und wir werden auch noch gelobt, weil wir nicht in das Schreiben geguckt haben. Lass das lieber bleiben. Schnauze. Ich drücke mal die falsche Taste. So, wir speichern ab. Quest. Ja, wir müssen das jetzt lesen, Entschuldigung. Wir haben abgespeichert. Warte, da ist auch kein Siegel dran, oder? Wie es aussieht. Hey, das muss doch irgendwo hier sein. Hier. Im Namen der Kleriker habe ich euch euer Gesuch zur Kenntnis genommen. Auch wenn es noch zu früh ist, Pakte oder gar Bündnisse zu schmieden, soll die Geste als solche nicht unbeachtet bleiben. Ich werde den Antrag meinen Brüdern im inneren Zirkel vorstellen und ihn von Kalan selbst absegnen lassen. Wenn sich die Mehrheit dafür ausspricht, bis dahin benötigen wir jedoch Zeit. Weiterhin sei angemerkt, dass unsere Gemeinschaft die Wahl des Boten zu schätzen wusste. Er scheint großes Potenzial zu besitzen und in unseren Gesprächen wird sein Einsatz für den Frieden lobend erwähnt werden. Nice, das war nicht versiegelt, also konnten wir es lesen. Speichern. Oh. Ich habe deine Botschaft den Klerikern überbracht. Deine Rückkehr ist ein gutes Zeichen. Für gewöhnlich zögern sie nicht, jeden zu rekrutieren, den sie in die Finger kriegen. Ich nehme an, man hat dir etwas mit auf den Weg gegeben. Ja, hier. Sehr gut. Und wie ich das sehe, war man sehr zufrieden mit dir. Das kommt uns für die Zukunft sicher zugute. Zumindest wissen wir jetzt, dass Unterredungen mit den Klerikern nicht ausgeschlossen sind. Auch wenn wir uns sicher nicht in naher Zukunft an den Verhandlungstisch setzen werden, ist der Grundstein gelegt. Bis dahin nutze ich die Zeit, um Ragnar und Angrim von meinen Plänen zu überzeugen. Meine Stimme hast du somit redlich verdient. Und weil du das Siegel unangetastet gelassen hast, will ich dich zusätzlich mit reichlich Elixit entlohnen. Hier! Das ist mir der Erfolg deiner Mission wert. Danke. Ja, guck mal, wie nett wir sind. Das hätte ich auch gerne. Ich weiß. Guck mal, der Typ ist der Vernünftigste von denen. Der ist einfach mit Abstand der Vernünftigste. Und ich finde es cool, dass auch, weil er gesagt hat, ja, Erzberserker, du musst in Diplomatie und sowas geschult werden, dass das halt auch so Diplomatie jetzt mit sich gebracht hat, diese Quest. Das finde ich... Finde ich nice, also ist gut gemacht, ist einfach gut gemacht. Gut, ich würde sagen, wir gehen dann zum nächsten Berserker und erledigen seine Quest. Und ich glaube, der war das doch auch, wo er wollte, dass wir die Dinger töten. Nee, oder? Doch, keine Ahnung. Okay, wir werden sehen. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Einschalten, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit.